Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines und diesmal mit einer Webcam. Ja, ich habe meine alte Webcam wieder aktiviert, weil ich gedacht habe, warum nicht? Ich habe auch wieder mein altes Eingangs-Soundsystem wieder aktiviert. Ich habe mein Mischpult deaktiviert, weil ich die Qualität jetzt nicht so unbedingt wieder prickelnd fand. Ich habe viel verglichen in letzter Zeit. Und bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, abonniert unbedingt mal den Kanal und drückt die Glocke. So, beim letzten Mal haben wir hier unser Industriegebiet vorbereitet, oder beziehungsweise unseren Mini-Bauernhof. Hier. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit zwei oder drei kleinen Silos hier vorne, die hier für uns sozusagen das Lager darstellen, falls zu viel produziert wird. So. Jetzt haben wir hier die Felder und ich würde die ersten paar einfach direkt mal hier hinten hin chillen. Also auch gleich nicht untertreiben hier, wir machen gleich mal 5 Stück, würde ich sagen. Daneben noch so ein paar Obstgärten. Zack. So, jetzt hat sich das schon mal, jetzt haben wir... Ich hätte gedacht, es sind Getreidefelder. Treibhaus? Ich hätte hier gern Weizen, Jungs. Weizen. Hier ein paar Kartoffelsche. Noch ein paar Kartoffel. Und hier haben wir nochmal Mais hin. Treibhaus. Ich hätte hier gerne Äpfel. Und hier mal Orange. Dann hätten wir hier nochmal Orange. Treibhaus. Und hier eine Birne. So. Hab mich gerade echt gewundert, was das jetzt auf einmal wird. Bringen die mir hier Treibhäuser hin? So. Aber zu den Gebäuden dazu gehören immer noch eine zweite Reihe natürlich, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ist denn das? Das ist, ja, schon ordentlich breit. Wie weit ist denn der Scheiß jetzt? Ist echt schwer einzuschätzen, ne? So, warte mal, wenn ich hier so hingehe, sind noch 2 frei. Bedeutet, ich muss eigentlich die Straße hier, glaube ich, ansetzen. Und aus irgendeinem Grund war das am Anfang gleich mal eine schwebende Straße. Was zur Fick mache ich da? Jetzt schauen wir mal, weil wenn es eh nicht passt, dann passt es sowieso nicht. War sowas von klar, dass ich wieder verkacke. Beim scheiß Straßenbau. So, aber wir nehmen da eh eine andere Straße. Wir nehmen hier diese, die Industriestraße hier. So. Ich gehe einfach. Das ist Hälfte, dann sagen wir ungefähr hier sollte es gut ausgehen. Alter, what? Nein! Was soll denn der Scheiß? Stopp! Ich hätte gerne, dass wenn ich hier baue, dass hier auf normalem Niveau gesenkt wird. Dankeschön. Die bauen mir eiskalt eine Brücke dahin, ey. What the fuck? So. Okay, und dann hätte ich noch ein paar Felder. Und zwar ein paar Weizenfelder, denn ich denke, Weizen wäre gut für unsere... Nicht genügend... Oh. Was ist das jetzt? Mais. Ich hätte aber hier gerne Weizen. Weizen. Nicht genug... Ah, da brauchen wir sicherlich ein Treibhaus. Das könnte natürlich sein, dass wir zum Wachsen von dem Schmarrn Treibhäuser brauchen. Nicht genügend Naturrohstoffe. Auch jetzt sag nicht. Sag mir nicht, dass das nicht geht, weil ich jetzt keine Bodenproduktion hier habe, oder? Das wäre jetzt richtig kacke. Dann habe ich das. Oh. Entschuldigung. Naturrohstoffe. Also ich kann hier rein theoretisch Waldwirtschaft machen oder was? Und da hätte ich Landwirtschaft. Okay, nochmal alles von vorne. Ja, ich möchte das bitte gerne alles entfernen. Gib mir das Geld. Das schöne Geld. So, das kommt alles weg. Dann müssen wir halt auf Forstwirtschaft umsatteln. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wird so funktionieren, so ganz easy. Das sind die Lagerhäuser. Das ist ein großes... Ja, wer kann, der kann, ne? Dann tun wir hier unseren Forstbetrieb ansetzen. Und dann tun wir da hinten gleich mal so ein paar Wälder hin einfach. Zack.
paar Wäldchen freuen sich. Da tun wir nicht nur so ein bisschen Rohproduktion hinsetzen. Chuck. So. Weil viel Holz tut jetzt auch nicht weh. Aber ich glaube, wir können auch eine Sägemühle dann hier hinsetzen. Oder die kriegen ihre Straßen dann hier vorne hin. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da müssen wir jetzt eh mal schauen, dass wir hier die Straßen dann auch dementsprechend setzen. Ich setze sie mal in größeren Abständen hin. Weil natürlich, ich weiß nicht, wie groß teilweise die Fabriken aktuell werden. Deswegen, es kann ja sein, dass sozusagen am Ende eine der Fabriken so riesig ist, dass wir extrem viel Platz brauchen eigentlich. Man kann ja notfalls immer noch so Querstraßen einbauen. Also das ist ja jetzt hier nicht sozusagen der Todesstoß. Ach, ihr Hiopais! Am liebsten würde ich sie dafür killen, ne? So. Das da hinten kann man sicherlich einmal so teilen. Hier. Und einmal hier vorne, so. Dann kann hier die Forstindustrie starten. Durchschnittlich war 84. Alter, da waren wir früher echt... Wisst ihr noch damals, als wir bei 25% waren? Huh, das waren Zeiten. Das waren echt Zeiten. Und ich wurde schon wieder zu einer Instagram-Gruppe hinzugefügt. Ich hasse dieses aktuelle... Sie werden zu einer Gruppe hinzugefügt. Das kommt jeden Tag mindestens zweimal und nicht nur bei mir. Also Leute, die das machen, bitte lasst mich in Ruhe. Oh Gott, das ist wieder so... Okay, also wir haben jetzt hier die Bäumchen, die bauen. Ach guck mal, machen wir doch mal hier Buchen hin. Weil Buchen sind auch cool. Keine Erle, Buche. Erle kann auf die andere Seite noch. Buche. So. Und wir brauchen einen Lagerpunkt. Das können wir doch sicherlich ganz easy bauen. Hier. Kleiner Holzlagerplatz. Dann setzen wir einfach mal zwei hier hin. Okay, ich kann nur einen setzen. Ausgewogen. Okay, dann bleibst du mal ausgewogen. Alter, wie das Gelände hier ausschaut, ne? Die Straße alleine. Ui. Die werden sich, die LKWs werden sich freuen, ne? Wenn die dauernd solche Straßen fahren müssen, dann ist es ja wie, als ob du hier eine Hubbelstraße nach Tel Aviv fährst? Ich weiß es nicht. Und das ist ja semi-produktiv, wenn... Au! Der Arsch braucht Strom. Dann ziehen wir mal hier an der Autobahn entlang. Eine Stromleitung. Weil der ist verbunden, aber der Rest natürlich nicht. Ja, stimmt, aber noch eine Stromleitung. Wie geht's eigentlich unserem Fluss? Hat er sich mittlerweile wieder entspannt? Schaut gut aus. An ein, zwei Stellen hat er halt noch die Höhe, aber wir sind eh relativ gut geschützt, würde ich sagen. Die Industrie schaut auch sehr gut aus. Aber wir müssen jetzt halt mal schauen, dass wir die Industrie hier ein bisschen ankurbeln. Vielleicht sollten wir uns auch mal auf der anderen Seite wieder darum kümmern, dass die Industrie... weiterkommt. Deswegen würde ich sagen, bauen wir hier... Wo ist es denn hier in der Industriestraße? Ich liebe diese Industriestraße. Fragt mich nicht, wieso. Ich mag sie. Nicht genügend Geld. Schade. Alter, wie baut der denn die Straßen? Was ist das denn? Scheint normal zu sein, okay. Ich mag mich da schon wieder drüber aufregen einfach, aber manchmal muss man auch einsehen, dass das nicht anders geht. So, dann nehmen wir hier eine Einbahnstraße. Komm, ich bräuchte noch 300, so. Gott, wie sieht das Geld so? Darf noch nicht. Nee, warte noch ein bisschen. Ich würde es eigentlich hier mal hinten langziehen, dass es nur eine Ausfahrtmöglichkeit gibt, irgendwie so. Oder halt, dass du reinfahren kannst, aber sozusagen ganz hinten erst wieder reinfahren. Dass sozusagen irgendwie halt das alles so ein bisschen flüssig läuft. Ich sag mal, oh, da hat sich so ein bisschen Stau gebildet, obwohl geht. Laufen da...
Da laufen Menschen rum. Komisch. Und, aber unsere Stadt gleich schaut immer noch sehr gesund aus. Der Verkehr auch. Also ich sehe jetzt hier gleich, wir sind ja die Profis für Verkehrsprobleme. Aber ich glaube, wir müssten bald eine neue Autobahn mal hier einführen, weil man sieht schon, der Verkehr ist doch relativ stark. Dass man eine zweispurige Autobahn abführend macht. Und ja, eine größere Autobahn nach hinten führt, weil man sieht schon, der Verkehr ist natürlich bis zu der, bis in die Industrie. Habe ich gerade gesagt, wir haben den Stau relativ gut unter Kontrolle bekommen? Nun ja, ich weiß zwar nicht genau, was die alle vorhaben, aber willkommen in der Industrie! Oh, Scheiße. Warum sind denn hier auf einmal so viele Ich fange ein Video an und instant... Leute, ihr müsst nicht... Oha, oh. Ich glaube, das mit der neuen Autobahn wäre gar nicht so doof. Bloß bis wir die eingeführt haben, ist schon wieder der ganze... Wir müssen ja nicht nochmal hier die komplette Mitte umbauen. Weil es wird natürlich so eine XXL-Autobahn dann. Also ich würde mindestens die Autobahn mal auf 3 Spuren erweitern. Wenn nicht sogar auf 5 irgendwann. Dass hier auch einen 2-spurigen Übergang machen... Guckt euch das an! Erstens, warum steht ihr so ewig an dieser scheiß Kreuzung? So, warte mal. Wie schaut es hier aus mit Verkehrsregeln? Dann Kreuzungsregeln. Ihr düst einfach durch und hier läuft kein Fußgänger rüber. Hat er gerade auf der letzten Sekunde entschieden, nee, ich fahre doch in die andere Richtung? So, wie schnell ist denn hier die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Abfahrt? Mit 80 begrenzt? Ich würde mal sagen, wir setzen mal hier einen 90 ein. Standardgeschwindigkeitsbeschränkungen. Warte, also gucken wir mal schnell nach der Straße. Ich hätte gern, dass die Industriestraßen One-Way... Gott, es gibt so viele Straßen. Ich brauche nur die... Da war sie. Industriestraße kriegt eine 80er-Beschränkung. Speichern und anwenden. So. Jetzt suchen wir uns die Autobahnen. Jetzt haben wir eh extrem viel Autobahnen auch. Das wird jetzt eh wieder witzig, denn ich hätte gerne das Pearl Highway unbegrenzt. Small Rural Highway. Unbegrenzt. Der hier auch. Ist auch wieder ein Two-Lane-Highway. Unbegrenzt. Warum mache ich das? Weil nämlich, wenn wir das jetzt hier machen und die Geschwindigkeiten dementsprechend anpassen, dann könnte sich durch die Geschwindigkeit, die die Autofahrer nehmen, hoffentlich... der Verkehr ein bisschen beruhigen, weil die halt schneller von A nach B fahren. Und sich halt nicht wo stauen. Ist eigentlich meine Hoffnung. In echt tun die Leute die Geschwindigkeiten drosseln. Ich heb sie an. Mein Style halt, ne? Anwenden. Und hier auch nochmal anwenden. Four-Lane Highway. Alter, was haben wir denn für viele Highways? 2x2-Highway. Oh, das ist ein cooler Highway. Speichern. One-Way Tall Route Medium. Was sind das für Straßen? Oh, warte mal, hier haben wir noch eine. 5-Lane-Highway. Auch anwenden. Large Highway. Der hat gleich 6 Spuren insgesamt. Das müsste ja eine riesige Straße sein. One-Way Tall Road Large. Was sind das für... Okay. Jetzt müssten die mit Vollkaracho eigentlich hier durchdüsen können. Aber wir haben es mal wieder geschafft, einen Stau bis zur Autobahn zurückzukriegen. Wie geht das? Vor
allem, ich habe hier nichts verändert. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Okay, die wollen alle nach da hinten. So, weißt du was? Wir machen das jetzt hier ganz simpel. Hier kommt erstmal diese scheiß Ampel weg. So, die fahren nur geradeaus. Die biegen nur ab. Und der darf... Ja, so ungefähr. Oh! Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Facecam haltet. Ich glaube, ich sollte die mal umdrehen, damit ich Richtung Bildschirm gucke und nicht aus dem Bildschirm raus. Ja, ich würde sagen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht das habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!